hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Moin, mein Lieben, hier soll der Guter sagen sie. Und wie ihr habt in Untertiteln gelesen, habt ihr, ich werde heute über YouTube reden. Was bedeutet für mich YouTube? YouTube verstehe ich als meine zweite Welt. Erste Welt ist die Realität. Ich arbeite, lebe mit meinen Umgebung, Freunden treffe ich und pipapo. Mit YouTube-Welt, das ist ein bisschen anders. Ich kann zeigen auf YouTube, wie ich bin wirklich. Okay, ich zeige nicht wirklich, wie ich bin. Ich zeige, ich versuche meine Emotionen, was mich stört, was mir Spaß macht, euch zeigen. Deswegen mache ich YouTube. Aber ich gehe vielleicht ein bisschen auf andere Thema jetzt. Jetzt gehe ich kurz lustig ab. Wieso habe ich den YouTube angefangen? Wegen Deutsch zu mein Verbessern, weil ich bin umgezogen und pepapo. Ich wollte schnell Deutsch lernen und zu Hause konnte ich nicht diese Möglichkeit für den Deutsch zu sprechen. Wir haben nur andere Sprache gesprochen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, machst du, versuchst du YouTube für deine Sprache an mir verbessern und dadurch bin ich jetzt besser. Für das nächste andere Video oder nächste Video machen wir Vergleich. Meine jetzige Form, wie ich spreche, und die allererste Video. Vielleicht nächste Woche Vergleich. So Leute, zurück zu dem Thema. Habe ich ein bisschen meine Minute weggezogen von dem Thema. Ich kann mir das zeigen, was ich will, was mich stört. Und wird ein paar Leute interessieren, manche nicht, manche sind scheißegal. Manche werden das flamen. Dann also hate. Deswegen wollte ich kurz ein Video machen. Wollte nur euch sagen, was ist. Und wieso kann ich das auf YouTube machen? Und wieso mache ich das nicht in Realität? Ist einfach. Ich versuche mich. Ich traue mich nicht, überhaupt nicht. Mich vor Leuten zeigen, wie ich wirklich bin. Momentan, ich versuche schon mehr zeigen, was ich bin. Manche werden okay, manche scheiße, manche ja, naja. Der Typ ist verrückt, eindeutig. Sollte so Psychiatrie. Manchmal habe ich so schon solche Ideen. Und deswegen versuche ich auf YouTube mich mehr trauen und dadurch mehr Kontakt haben und traue mich viel mehr Sachen zu machen, statt nur ängstlich zu sein. Nein, das will nicht. Das ist böse für mich. Ist das gut? Nee. So, normalerweise war ich immer so. So sehr ängstlich. Und deswegen mache ich YouTube. Und finde ich, und ich sitze manchmal stundenlang an den YouTube-Kanal, schaue ich diese Video, das, was da ist los. Manche, jetzt habe ich letztens Beef gefunden oder sowas, was interessiert. Vielleicht das haben wir mich ein bisschen inspiriert lassen. Ja, das ist manche Sachen, und denkst du, konntest du das machen? Nicht so blöde Videos machen. Aber manche Videos war echt katastrophal. Ja. So Leute, hoffe ich habe ein bisschen Eindruck gelassen, wie ich sehe den YouTube. Was ist für mich YouTube? Das ist meine Welt, wo ich kann mich zeigen. Und auf meinem Kanal seht ihr das, was ich Bock habe. Ich versuche jetzt, lauf der Zeit, neue Kanalbild machen, diese langen, welches viel besseres als diese langweilige Zeug. Welches ist jetzt Montag? So Leute, deswegen, ich will ein bisschen verändern, ich will immer mich verbessern wollen, wie ich bin. So, ich werde immer wieder was dazu, so Leute, ich bin froh. Ich beende an dieser Stelle 100% die Video
und Freud hat er angeschaut und das hast du zu Schluss angeschaut. Wir sehen natürlich nächste Video bei nächsten Let's Play morgen und bis nächsten. Ciao und tschüss. Sei cool, sei gesund, sag nicht so viel. Ciao.